Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Ad Infinitum. Wir werden heute auch dieses Spiel beenden und ich weiß nicht, was uns noch so auf uns warten wird. Wir werden mal sehen. Weiterspielen, Lazarett. Ein Boss steht ja noch an und dann werden wir mal auch schauen, ob wir zurückspringen können in verschiedene Kapitel und schauen, ob wir auch verschiedene Enden finden. Aber ja. Jetzt schauen wir, wenn es soweit ist. Wir sind im Lazarett angekommen. Hier sind sehr viele Tote. Wir können hier wieder was axten. Der Generator läuft immerhin. Also Strom haben wir schon mal. Darum müssen wir uns nicht kümmern. Ja, Lazarett soll ja eigentlich Leute heilen. Aber das sieht nicht so aus, als würde es das tun. Das Lazarett, oder? Verwechsel ich das gerade? Ich meine, Lazarett wäre doch da, wo die Ärzte sind. Deswegen liegen ja hier auch die ganzen Toten, weil sie die nicht retten konnten. Aber theoretisch, praktisch, haben wir hier einen Zettel. Eisenbad, Wundsichtung. An die Schwesternschaft. Die Reaktion einiger Gefallener auf die morgendliche Wundsichtung ist ein großes Ärgernis. Der medizinische Wiederherstellungsprozess ist Teil des Kriegsdienstes. Diese Scham ist eine Kinderei, die dem Patienten auszutreiben ist. Zeichnet Dr. Eisenbart, was? Die Reaktion einiger Gefallener. Aber Gefallene sind doch tot. Die können überhaupt keine Reaktion mehr zeigen. Bist Oder verstehe ich da irgendwas falsch? Paul? Du willst ja hoch hinaus. Guck mal. Ich bin der Vogel. Ich flieg mit dir. Dann fliegen wir zusammen, wohin wir wollen. Wir sind der Rote Baron? Geh mal nicht davon aus, aber interessant. Es ist auch komisch, dass wenn wir eigentlich der... also sollten wir Paul sein, wenn wir der Lieutenant eigentlich sein sollen oder der Offizier, warum wir die ganze Zeit von dem Roten Baron als Soldat angesprochen werden. Müssten wir nicht auch irgendwie eine Ausrüstung haben, die uns als Offizier kennzeichnet? Ich weiß nicht, wie gesagt, ich blick da irgendwie nicht ganz durch. Vielleicht haben wir auch uns selbst vergessen, who knows. Haben wir noch unsere... Haben wir in der Tat noch unsere Taschenlampe. Wollen wir einfach mal ins Dunkeln reingehen? Steht denn hier? Wartungsraum, ist der offen? Hier brauchen wir einen Schlüssel und wir haben eine Uhr. Ja gut, dann folgen wir dem Licht. Bis hierhin, denn danach ist es auch dunkel. Hello? Jemand da? Ich habe schon wieder vergessen, was meine Aufgabe ist. Kann mir das nochmal irgendwer sagen? Okay, Telefon, ich wurde erhört. Ich weiß nur leider gerade nicht, wo das Telefon ist. Da vorne. Hallo? Okay. Nochmal, ich möchte wissen, was meine Aufgabe ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein verschlüsselter Hinweis war, aber du willst ja, dass ich diese Aufgabe erledige, von daher wäre es besser, vielleicht sich ein bisschen klarer auszudrücken. Aber okay. Eisenbart, Schlüssel. Oberschwester, weisen Sie die 27 Patienten Schließfächer entsprechend ihrer Patientennummer zu. Diese Zahl haben sich die Patienten zu merken, sobald sie bei Bewusstsein sind. Die Patientenakten müssen unbedingt unter Verschluss gehalten werden. Die Akten dürfen nicht noch einmal in die Hände der Patienten gelangen. Teilen Sie außerdem Soldaten, deren geistige Tüchtigkeit weitestgehend wiederhergestellt ist, einfache Tätigkeiten innerhalb der Klinik zu. Die für diese Aufgabe benötigten Schlüssel sind dem Patienten auszuhändigen. Die Soldaten selbst tragen die Verantwortung für die Schlüssel. Gezeichnet Dr. Eisenbart. Okay. Was haben wir hier sonst noch so? Vorsicht, Hochspannung, Lebensgefahr. Kein Strom. Du fragst dich, ob du den Kabeln folgen solltest. Wäre wahrscheinlich schlau, wenn wir denn den Strom herstellen wollen.
Notiz einer Schwester. Notiz an mich selbst. Vergiss nicht, die Patientenakten im Verwaltungsbüro wegzuschließen. Dr. Eisenbart war unheimlich wütend auf Schwester Emma, als sie es das letzte Mal vergessen hat. Vielleicht hätte sie sich nicht melden sollen? Nachdem er sie zu sich zitiert hat, ist Emma nicht mehr zum Dienst erschienen. Wahrscheinlich traut sie sich nicht, dem Herrn Doktor unter die Augen zu treten. Okay. Was steht da? Helft uns siegen! Zeichnet die Kriegsanleihe. Okay. Kriegspropaganda. Interessante Plakate. Ach, die Tür ist offen. Hallo? Aber wenn ich den Kabeln. Hallo? Notiz von Assistenzarzt Laue. Liebe Emma, Dr. Eisenbart wollte mich heute zwingen, die gesunden Beine eines Soldaten zu entfernen. Ich habe mich geweigert. Eisenbart hat es selbst getan und mir dabei in die Augen geblickt. Während er die Beine absägt, ist es so. Ratsch, 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 ratsch. Guckt die ganze Zeit in eine andere Richtung. Tschu, tschu, tschu. Nicht einmal das Operationsbesteck hat er desinfiziert. Ich soll nachher zu ihm ins Zimmer kommen. Die Oberschwester meint, dass wir die Sache im Gespräch klären können. Hoffentlich hat sie recht. Okay, der ist anscheinend ein bisschen durchgedreht. Ja, keine Ahnung. Gucken wir uns erstmal hier noch in dem Raum zu Ende um. Ist abgeschlossen. Was ist das? Das ist so eine, ich glaube, das ist so eine altmodische Waschmaschine. Kann das sein? Für sehr viel Klamottenzeug. Jedes ein einzelnes Schloss. Ich frage mich, ob die alle überhaupt aufgehen. Aber wir haben hier auch nicht sehr viele. Schon wieder Telefon? Hallo? Das habe ich schon gehört. Treten verboten. Wir folgen gerade mal den Kabeln. Um zu gucken, ob wir irgendwie Strom herstellen können. Wäre zumindest sinnvoll, das zu haben. Aber der Generator lief doch, oder nicht? Die führt hier in den Wartungsraum. Was war das für ein Geräusch? Was passiert hier? Irgendwie das Gefühl, ich will nicht in den Wartungsraum. Hallo? Hier ist eine Tür, aber die ist... Da stand die wieder zu. Die ist auch zu, das ist wieder so ein Bug. Telefon. Hast du jetzt etwas anderes zu sagen, oder? Soll mir das irgendeinen Hinweis auf irgendwas geben? Gibt mir jetzt irgendeinen Hinweis auf die Mission oder auf die Dokumente, Werkzeuge, Rucksack? Ich weiß nicht, wo der das einträgt.
Wir müssen ja irgendwie Schlüsselcodes oder sowas herausfinden. Sanitäranlage, die ist auch zu. Was haben wir hier? Eisenbad, Feuertaufe. Bericht an den Generalstabsarzt. Mein Prozess der Feuertaufe gliedert sich in zwei Phasen. Erstens starke elektrische Induktion im Bereich des Frontallappens zur Reaktivierung motorischen Fähigkeiten bei hysterischen Kriegszittern und Gefallenen. Nun hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Zweitens Amputation auch nicht notwendiger Gliedmaßen. Wie Sie wissen, steht nicht die Medizin, sondern die Psychologie im Vordergrunde. Die Tugend des Verzichts auf der Aufopferung. Die Prothese als Geschenk. Gezeichnet Dr. Eisenbart. Also wir wollen irgendwie Cyborgs bauen oder sowas. Oder will er zumindest, nicht wir. Wie ich das verstehe. Hallo? Komm mal rein. Was haben wir denn hier so als? Hier brauchen wir auch einen Schlüssel. Haben wir aber auch nicht. Hier liegt hier irgendwo ein Schlüssel rum. Oder etwas in der Art. Oh, ein kleiner Schlüssel. 28 ist da eingraviert. Ist hier die 28? Achso, nee, hier ist ein Zettel. Ist hier die 28? Ja, hier ist die 28, Tatsache. Okay. Wer war das? Ich hab mir nur Horst Weber gemerkt. Hier ist Johannes von Schmidt. Rang Unteroffizier. Infanterieregiment Nummer unleserlich, Bataillon Nummer unleserlich, Kompanie unter dem Kommando von Leutnant von Schmidt, Notiz Bruder des Patienten, dieser wurde nicht eingeliefert. Symptome, Wundenentzündung und Verbrennungen am ganzen Körper, linker Arm abgetrennt. Patient wurde als einziger seiner Kompanie lebend eingeliefert, Körper und Gesicht entstellt durch Granatsplitter und Stacheldraht. Diagnose, Perversion, Feigheit. What the fuck? Trotz höherer Geburt hoffte der Patient, der Pflicht des Kriegseinsatzes entgehen zu können. Bei Verletzungen handelt es sich wahrscheinlich um willentlichen Versuch der Entleibung. Berichte über frühere sexuelle Perversionen liegen vor. Empfehlung aufgrund der Blutlinie des Patienten ist für ihn eine gänzliche neue Behandlung zu entwickeln. Diese hat allerhöchste Priorität. Aber als wir das Spiel angefangen haben, sind wir ja mit unserem Charakter im Stacheldraht gelandet. Nach einer Explosion oder so. Also sind wir doch Johannes? I don't know. Kasper war noch ein Name. Diese Akte scheint zu fehlen. Horst Weber. Wurde von der Oberschwester angewiesen, den Boden im Wartungsraum zu fegen. Bin dankbar für den Einsatz. Meine neuen Beine schmerzen stolz. Das Dröhnen der Maschine erinnert mich an das Geschütz, das mich von der Front weggerissen hat. Kameraden auch alle hier. Gefallen und wieder auferstanden, wie ich hoffe. Wie ich hoffe auf gemeinsame Feuertaufe. PS, verwahre Schlüssel zum Wartungsraum in meinem Spind. Der Nummer 82. Die Kombination sind meine beiden besten Kameraden. Und das sind... Das sind die anderen beiden? Also Kaspar Hafner, das ist die 07. Ich brauche nochmal das Telefon. Telefon! Zwei Kameraden. Rudolf Lohmann, danke. Rudolf Lohmann. 15, die Akte fehlt auch. Haben wir hier überhaupt irgendeine? Fritz Henning. Patient, Rang, Gefreiter. Infanterieregiment. Regiment Nummer unleserlich. Bataillon Nummer unleserlich. Kompanie unter dem Kommando von Leutnant von Schmidt. Symptome, Totkörper mit starkem Blutverlust eingeliefert. Sprenggranate hat linke Wade und Arm zerrissen. Zunächst wurde Oberschenkel amputiert und nach Pyrogov bandagiert. Patient wieder erwacht nach 3 Tagen. Diagnose, männliche Hysterie. Neben zu erwartenden Desorientierung stieß Patient respektlose Bemerkungen über unseren Kaiser aus.
Beinkrämpfe, kindlicher Verstand erklärt Frontversagen und fehlende nationale Identifikation. Empfehlungen nach elektrischer Induktion, keine Besserung. Abbruch der Behandlung. Patient wird in das Hospiz überwiesen. Der Spind ist auszuräumen. Okay, ich gucke nur mal, wie viele wir insgesamt hier noch haben. Einige. Ja, ihr könnt euch die ja mal durchlesen, wenn ihr wollt. Ich meine, es ist ja im Endeffekt nur ein bisschen mehr Hintergrundwissen über die grauen Sachen des, über die grausamen Sachen des Doktors, aber ja. Simultant Feigling. Die ausgedachten Symptome wie auch der Freitod an der Front sind auf Feigheit zurückzuführen. Die tatsächliche Herbeiführung der Symptome durch Schlafentzug, Knalltrauma und Verabreichung von Essig zeigt erst Erfolge. Patient ist einsichtig. Empfehlung nach weiteren Angleichungen kriegstauglich. Schaffen wir hier eine Zombie-Armee? Weil hier steht ja was von wegen die ausgedachten Symptome wie auch der Freitod an der Front. War das denn erfolglos? Oder versucht ihr hier Tote wieder auferstehen zu lassen? Naja, wir haben auf jeden Fall 07 und 15. Spind Nummer 82. Ich weiß nicht, ob wir die anderen Spinde noch aufmachen müssen oder ob das hier eine Ablenkung ist. Aber ja. 0, 7, 15. Blub. Der Schlüssel, Wartungsraumschlüssel. Okay. Sonst noch irgendwas? Ich will eigentlich nicht in den Wartungsraum. Würde mich ja echt interessieren, ob man die hier überhaupt aufmachen kann. Oder ob die wirklich nur eine Red Herring sind. Mal sehen, ob hier irgendwer den richtigen Code drin gelassen hat. Anscheinend nicht. Also keine Ahnung, man könnte natürlich alle von 0000 bis 9999 durchgehen. Aber ja, so viel Zeit habe ich leider nicht. Als hier irgendwie andere Hinweise oder so sind, dann habe ich sie übersehen, aber ich bezweifle es irgendwie. Na gut, auf in den Wartungsraum, wo ich eigentlich nicht rein möchte, den Geräuschen nachzuurteilen. Hölle ist das da? Das ist nicht mal das Monster und ich mache mir schon Sorgen hier. Das ist anscheinend eine Prothese, die einfach in... Hallo? Ja, ich weiß ja nicht. Ich glaube... It's stuck tight. Warum auf einmal auf Englisch? Naja. Okay, da ist noch eine Tür. Die abgeschlossen ist. Ja, keine Ahnung. Was will ich jetzt hier? Kann ich die Tür hier zumachen? Kabel gehen sowieso da in die Richtung. Nee. War der Raum hier eigentlich schon vorher offen? Ich glaube, hier war kein Durchgang, kann das sein?
Oh Gott. Ich hoffe, das Monster ist empfindlich gegen das Gas, dann kann es hier nämlich nicht durch. Aber zur Sicherheit machen wir mal die Tür zu. Generator haben wir hier sonst wo irgendwas? Warum höre ich jetzt die ganze Zeit ein Telefon? Naja. Toll. Klasse. Super. Ich habe nichts gesehen und ich will auch nichts sehen. Ja, Strom haben wir jetzt immer noch nicht, ne? Vielleicht hätte ich dem Monster auch einfach ins Gesicht blicken sollen. Ungewissheit ist eventuell ein größeres Problem, als zu sehen, womit man zu tun hat. Aber hey, das Ding liegt jetzt da auf dem Boden. Und wir können auch nicht mehr zurück. Hooray. Drahtschneider. Kann ich den eventuell benutzen, um hier durchzukommen? In der Tat. Das Schloss wird als Hindernis da stehen. Schnell weg hier. Die Tür ist immer noch abgeschlossen. Ja, ja, ich höre ja das Telefon, aber du hast bestimmt wieder eh nur das Gleiche zu sagen. Oh, die Tür ist offen. Hello? Ja, ist in Ordnung. Ich hab's ja verstanden. Hör auf anzurufen, wenn du nichts Neues zu sagen hast. Können wir die Tür auch wieder zumachen? Okay. Ein bisschen fröhliche Musik. Ein Strom. Wo gehen denn die Kabel hin? Okay, das Ganze gibt mir irgendwie merkwürdige Vibes. Aber naja, sei es drum. Ich weiß nicht, warum ich den Draht hier durchschneiden sollte, wenn das Monster auch gut davon aufgehalten werden könnte. Solange ich dran vorbeikomme, alles gut. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob sich das Monster davon beeinflussen lässt. Dann ist es nur ein Hindernis für mich. Ich bin gerade etwas stiller als sonst, einfach weil ich Schiss habe, was hier passieren sollte. Patientennotiz 1. Gefreiter Michalski ist weg. Ich habe vor dem Einschlafen mit ihm gesprochen. Er hatte so viel Angst wie ich. Er lag auf dem Bett neben mir. Jetzt ist er fort. Die Krankenschwestern antworten nicht auf meine Fragen. Sie schauen mir nicht einmal in die Augen. AW. Horst Weber?
Ich höre es. Okay, ich kann da hinten auch noch rüber. Da gehe ich als erstes mal rüber, einfach weil das nicht der richtige Weg zu sein scheint, weil hier die Kabel nicht hergehen. Glaube ich zumindest. Es kann sein, dass die hier generell rumgehen, aber... Okay, ich komme hier auch wieder zurück. Aua. Beruhig dich, Junge. Das ist ja nicht sehr tief. Werkstatt, aber hier ist auch kein Strom drauf, ne? Ja. Eisenbart formbar. Die Entwicklung unserer Prothesen ist so weit vorangetrieben, dass ich auch die Heeresleitung von meinen Plänen überzeugen konnte. Jeder Angestellte dieser Heilanstalt hat den Restkörper des Patienten von nun an als etwas zu Formendes zu betrachten. Das in Qualität und Funktion unseren Prothesen und den Ziel der obersten Heeresleitung und des Kaisers angepasst werden muss. Gezeichnet Dr. Eisenbart. Eieieiei. Hinten schreit herum. Aber solange er noch nicht hier ist, ist ja alles gut. Es ist ein riesiges Labyrinth hier. Hier hängen die ganzen Prothesen. Na super. Ich will die bestimmt nicht berühren. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das ist wahrscheinlich genauso wie mit den Dosen. Das macht wahrscheinlich viel zu viel Lärm. Wir haben fröhliche Musik. Und ich höre das Telefon schon wieder. Dr. Eisenbart. Bloß diese Tür zulassen, ey. Weiß nicht, ob wir die Musik wirklich ausmachen sollten. Können wir sie überhaupt ausmachen? Anscheinend nicht. Eisenbart, Sicherheitstüren. Für die Sicherheit der Ärzteschaft sind unsere Türen ab heute elektrisch gesichert. Die Sicherungskästen im Wartungsraum kontrollieren den Zugang vom Verwaltungs- und Duschbereich in den Hauptsaal. Gezeichnet Dr. Eisenbart. Ich habe das Gefühl, sobald ich diesen Hebel da umlege, kommt ein Monster. Deswegen gucke ich mich jetzt vorher hier mal um. Eisenbart Schmerzen. Oberschwester, Amputationen sind grundsätzlich ohne Anästhesie durchzuführen. Sollten Sie sich wieder eine Ihrer Schwestern oder eines Assistentenarzt dieser Anordnung widersetzen, ist mir dies unverzüglich zu melden. Jeder Schmerz durch den Schnitt des Skalpells oder das Ansetzen der Säge ist das läuternde Feuer des Krieges, dem sie sich unsere Patienten durch Tod und Verletzung entzogen haben. Der Geburtsschmerz des Frontsoldaten. Gezeichnet Dr. Eisenbart. Ja, der hat sie auch nicht mehr alle. Wirklich nicht. Na gut. Dann lasst das Monster kommen. Besteht rein aus Prothesen. Ach nee. Telefon. Ist die fucking Tür wieder offen? Sie fürchten das nicht. Mach ihre Schwäche zu deiner.
Also soll ich Licht anmachen oder was? Das ist ja schön. Es ist schön, dass ich so eine aufladbare Taschenlampe habe, die das Vieh wahrscheinlich vertreibt, aber wenn ich sie zu lange auflade, kaputt geht. Da würde ich mich lieber einfach verstecken wollen. Oh Jesus. Mehr als eine davon? Ja. Jesus! Bitte nicht. Stop it! Okay, man muss sie durchgängig mit Licht bescheinen und darf sich dann auch nicht von denen abwenden. Zumindest nicht, wenn man direkt neben ihnen steht. Aber die sind ansonsten sehr langsam. Ist in Ordnung, das geht schon. Guten Morgen, wir sind noch... Ja, doch, wir sind, glaube ich, schon mal gestorben bei der Schmerzensmutter oder so, oder? Ich weiß es gar nicht. Wir machen auf jeden Fall im Lazarett auf. Ja, aber dann brauchen wir ja nicht allzu vorsichtig sein. Im Endeffekt müssen wir die ja dann auch nur umlaufen. Hallo? What the fuck? Hallo? Leit doch einfach den scheiß Stacheldraht da durch. Oh Mann, ey. Nächstes Stromding hier an. Oh! Was machen wir mit dir? Ich meine, Licht ist an. Bist du... Okay. Du warst nur ein Jumpscare. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Jetzt müssen wir den gelben Kabeln folgen. Hallo! Lampe halt mal ein bisschen länger aus. Einfach durchrennen. Hier ist doch viel zu viel Licht für euch, oder nicht? Eigentlich dürftet ihr hier gar nicht reinkommen. Und was ist mit dir los? Oh Gott. Okay, Strom an, komm schon.
Nee! Geh weg! Du hast doch nicht mehr Prothesen, meine Fresse! Hallo, Licht? I guess Strom funktioniert auch? Oh Gott. Ich meine, Feuer ist auch eine Form von Licht, ne? Wenn wir ja alles abbrennen, hat das auch seine Vorteile. Solange wir nicht dabei verbrennen. Ja, super. Jetzt steht alles in Flammen. Aber die Monster sind immerhin weg. Ja, die scheint von dem Feuer echt beeinträchtigt zu sein, denn es ist alles Licht. Das ist ja wunderbar. Ja. Jesus. Hallo! Das Licht hält viel zu kurz. Hier ist übrigens auch Licht, hier darfst du nicht hin. Ja, mach einfach die Tür zu. Jesus, da ist eine Lampe. Okay. Kann mich nicht erinnern, hierher gekommen zu sein. Aber okay. Ach, ich hasse solche sneaky Momente, ey. Aber dies ist jetzt zum Glück vorbei. Eben. Hier ist nix. Erstmal immer einmal nach hinten gucken. Telefon! Hörst du mich, Soldat? Ja. Ein Glück. Ist zurück. Ja, ich weiß noch nicht wie. Das weiß ich auch nicht so ganz. Ja, das waren meine. Nee, keine Sorge, das war ich. Okay. Ich weiß nicht, ob zwei Männer einen Krieg gegen eine ganze Armee gewinnen können, aber wir können es versuchen. Ich meine, wir sind hier ja nicht bei Call of Duty. Hallo? Sanitäranlagen und Dr. Eisenbart. Sanatorium Dr. Eisenbart. Unwillkürlich musst du lächeln, als du die aufgemalten Worte siehst. Okay, warum? Weidenbachs Meldung an den Stabsarzt. Hiermit möchte ich offiziell Beschwerde über den neuen Kompanieführer Leutnant von Schmidt einreichen. Er hat den Unteroffizier Eigert und Fromm aufgetragen, ein Schild zu bemalen, um mich als Dr. Eisenbart zu verspotten. Warst du das selber nicht immer so unterzeichnet? Naja. Unsere Männer streben mit mir... Was? Streben mir mit Verätzung durch Giftgas unter den Händen weg. Sterben. So. Dazu Fälle von Typhus. Obendrein nun der Spott des Leutnants und der Soldaten, die glauben, ich könnte mit Wundermitteln die Toten wieder zum Leben erwecken. Angesichts der fehlenden Erfahrung des Leutnants habe ich versucht, Verständnis walten zu lassen. Doch auch ich habe meine Grenzen. Hochachtungsvoll, Dr. Weidenbach, 8. September 1917. So, Eisenbart war anscheinend ein echter Doktor und der hat aber irgendeinen Mist gemacht und ja, den verspotten sie dann als solchen. Kann ich ein bisschen Musik hören hier? Hm. Oh, eine Marke. Erkennungsmarke. Klaus Iwerk. Hauen. Emden. 7.07.01.
Neumanns Tod. Vertraulich. Betrifft Tod des gefreiten Neumann. Dr. Weidenbach, ich habe beobachten müssen, wie die Unteroffiziere Eigert und Fromm den gefreiten Neumann nackt und in Stiefeln aus dem Graben auf das Niemandsland gestoßen haben. Er wurde erschossen. Nachdem ich seinen Körper bergen konnte, haben die beiden Unteroffiziere um seine Stiefel und Habseligkeiten gefeilscht. Ist es ratsam, dies dem Leutnant zu melden? Hochachtungsvoll, Hilka Feldwebel. Alter. Wie kann man so etwas tun? Also, keine Ahnung. Einfach nur weird, aber im Krieg passieren weirde Sachen. Die Puppe hat nichts als Verachtung für dich übrig. Warum? Was habe ich getan? Noch eine Erkennungsmarke. Fritz Hennig. Henning. Neuwied. 29.03.93. Josef Kasik. Posen. 24.07.95. Erkennungsmarken hier, ey. Emile Arnaud, Lebach, Saint-Louis, 5.2.97. Wir haben kaum noch Kraft, uns aufrecht zu halten. Wenn uns Deutschen das Aufgeben nicht erlaubt ist, dann werden wir eben sterben. Sollen wir eben zur Hölle fahren? Wenigstens reißen wir die Welt nicht mit uns. Wenn du wüsstest. Warte auf Part 2. Erkennungsmarke Albert Eck, Dienstbach, Waldkirch, 12.01.98. Erkennungsmarke Kaspar Hafner, Ilkirchen, Erstein, 14.10.1900. Wie viele Marken haben wir jetzt schon gefunden? Rucksack? Nee, Mission, Dokumente, Mission. 18 von 28 der Deutschen und 8 von 28 der Französischen. Aber ich weiß nicht, wie ich die französischen Marken finden soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so viel übersehen habe, oder? Ich meine, vielleicht finden wir ja noch ein Lazarett. Who knows? Hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Tür ist abgeschlossen. Wo müssen wir denn dann hin? Hier rein? Ich weiß nicht, warum ich immer Stacheldraht durchschneiden sollte, wenn ich auch einfach da durchgehen kann. Naja. Scheißhaus? Latrine? Warum steht da... Warum steht da nicht einfach das, was da auch steht? Leider ist es zusammengestürzt. Nicht mal aufs Klo gehen kann man. Naja. Lazarett, da kommen wir gerade her. Löwenpfad. Wollen wir da hin? Was steht denn hier? Löwenpfad. Na super. Das steht natürlich da. Wir brauchen anscheinend Benzin oder sowas. Mit Treibstoff lässt sich die Maschine wieder zum Laufen bringen. Ja, aber... An das stählerne Ungetüm ist ein Schlauch angeschlossen. Der wohin führt? Warum wollen wir das hier zum Laufen bringen? Im Morgengrauen habe ich jemanden gesehen, der sich durch die Gräben gestohlen hat. Es war Dr. Weidenbach. Er sah fahl aus wie ein Toter und hatte einen Rucksack dabei. Er sagte, ich solle mit meinem Bruder reden. Noch heute. Ich weiß nicht, wer es dem Doktor verraten hat, aber die Heeresleitung wird den Sturm auf den französischen Graben befehlen. Order Morgengrauen. Sie wissen, dass es aussichtslos ist. Wir werden nur ein paar weitere Zeilen in den Verlustlisten sein. Ich habe den Doktor nicht wiedergesehen. Vielleicht ist es das Beste, davonzulaufen. Aber ich kann nicht ohne meinen Bruder gehen. Oh Mann, ey. Warum? Ich verstehe das nicht. Wenn es aussichtslos ist, warum sollte man sowas befehlen? Hier habe ich mal einen Grund, das abzuschneiden. Einfach wegen der Taube.
Bitte schön, Täubchen. Überlebt es trotzdem nicht. Na super. Okay, ich wollte schon sagen. Warum? I mean, I get it, dass man wahrscheinlich nicht so nah daran sollte, aber... Nope, 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 nope. Okay, ich wollte zwar gucken, was da in der anderen Richtung liegt, aber das können wir uns jetzt, glaube ich, schenken. Der Tank ist leer, hier gibt es nichts zu holen. Warum hätte es auch so einfach sein sollen? Der Tank scheint voll mit Dieselöl, jetzt brauchst du nur noch einen Kanister. Gestern schneide ich das durch, wenn ich hier noch ein paar Mal hin und her muss. Meine Güte, was ist denn los damit? I don't get it. Muss ich das irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge durchschneiden oder so? Anscheinend. Immer das, was sich nicht bewegt. Gucken wir mal, ob wir einen Behälter finden. Können wir nicht einfach mit dem Ding losfahren? Das wäre doch auch was. Quittierter Lieferschein. Aktueller Lieferbestand 14 Fässer, je 216 Liter Fassungsvermögen. Heute geliefert 3 Fässer, je 216 Liter Fassungsvermögen. Okay, gib mir diese Kanne. Und wir schauen mal, ob wir sonst noch irgendwas hier finden. Anscheinend nicht. Dann wollen wir mal Öl da reinfüllen. Ein wenig Öl. Und dann können wir auf zum Generator. Wo ich ehrlich gesagt nicht mehr hin möchte, aber wahrscheinlich keine andere Wahl habe. Weil hier geht es anscheinend nicht weiter. Ach, naja, was soll schon passieren? So einfach das, die Geräusche umschrieben. Generator. So, ich habe keine Ahnung, was ich hier jetzt getan habe. Ich weiß nur, was bewegt sich hier denn nicht? Das hier. Und als nächstes das hier. Hier echt immer das durchschneiden, was sich nicht bewegt. Verstanden. So, jetzt haben wir wieder das Monster verpasst, mehr oder minder. Aber das macht ja nichts. Denn ich glaube, wir werden es auch gleich nochmal sehen. Habe ich die Befürchtung. Ich würde mir wünschen, das nicht. Aber ich glaube, da bleibt ja gar keine andere Wahl. Wir haben hier sehr viele tote Tauben. Fast so wie bei uns zu Hause. Ich glaube, wir rechnen mit unserem Vater ab. Löwenpfad. Nee, das war das Falsche. Löwenpfad. Ich weiß, das ist Löwenzahn. Aber egal, wir befinden uns gerade auf dem Löwenpfad.
Hm, ob das Monster da runtergefallen ist? Ich habe nur leider die Befürchtung, dass wir auch da runter müssen. Vielleicht sollten wir so einen Hammer mitnehmen. Die Kurbel sitzt fest, der Flaschenzug rührt sich nicht. Natürlich nicht. Warum sollte er auch? Sind das wieder welche von den Viechern oder ist das was Neues? Hört sich ja genauso an wie die anderen. Und zu meinem Bedauern ist es hier unten auch dunkel. Erkennungsmarke Emil Antechi, sorry, wenn ich den Namen total butcher, keine Ahnung, wie man das ausspricht, Lyon, 5.2.97. Der geflutete Schacht. Leutnant von Schmidt hat uns beauftragt, den alten Schacht auszupumpen. Unsinn natürlich. Beim nächsten Regen läuft er eh wieder voll. Kamerad Eck hat im Schlamm die Reste der einer französischen Uniform gefunden, sind wohl da unten verreckt, bevor uns dieser verdammte Fleck Erde in die Hände gefallen ist. Wenn der Leutnant uns weiter so schuften lässt, obwohl wir kaum was zu fressen haben, holt der Schlamm uns auch bald. K-Lücht. K-Lücht. Ich dachte schon, das wäre eine Cutscene. Ich glaube, die Viecher sind entweder über uns oder neben uns oder beides. Hört sich ehrlich an, als wären sie direkt neben uns. But I don't know. Emile. Saint-Malo. 12.01.98. Was zur Hölle geht hier ab? Ich höre nur alles, aber sehe nichts. Ja, du bist eins von diesen Viechern, aber du bist im Licht. Ich dachte, vielleicht wärst du ein Soldat. Aber seht ihr da irgendwas? Ich sehe nämlich gar nichts. Ach, da ist was. Hi. Ich muss da einmal irgendwie an dir vorbei. Kannst du einmal hier ein bisschen rüberkommen? Ich weiß nicht, wie wir das hier machen. Also hier ist sehr wenig Platz. Ja, komm, noch ein Stück. Noch ein Stück. Und frier... Das Licht war doch auf dich gerichtet. Was ist eigentlich los mit dir? Du magst kein Licht, verstehst du das nicht? Licht böse, okay? Bei Licht nicht bewegen. Ich weiß nicht, die Viecher sind irgendwie nicht wirklich gruselig, finde ich. Das ist mehr nervig, weil die Mechanik auch nicht hundertprozentig funktioniert. Das ist wirklich gruselig. Du bist nicht im Licht, das macht mir Sorgen. Wie viele von euch sind hier eigentlich? Hier nicht hochkommen, ne? Das ist dir bewusst, da ist ein Holzbalken im Weg, okay? Gut, dass wir das geklärt haben. Schade nur, dass ich mich nicht rückwärts durch so Crawl Spaces bewegen kann. Aber naja.
Als zusätzliche Sicherung lasse ich auch noch Stacheldraht hier. Oder auch nicht. Kann mich da nicht drunter wegducken, ist das Problem. Kann ich wenigstens einen da lassen? Nicht wirklich. Eine weitere Erkennungsmache. Karl-Licht. Na super. Masuchowken Lützen. 18.09.70. Camille Javet. Herr Blay. 7.07.01. Die sind extrem jung, ey. Mundraub. Kasik Iverk und ich haben die eiserne Ration satt. Die Lieblinge des Leutnants bekommen alles, was sie wollen. Jetzt holen wir uns auch einfach klammheimlich, was uns zusteht. Korn, Obstbrand und Tabak. Also ich würde mir nur Sorgen ums Essen und Trinken machen, nicht um den Rest, aber egal. Unsere Beute verstecken wir im alten Schacht. Niemand traut sich darunter. Wir haben keine Angst mehr. Nicht vor dem Leutnant und nicht vor dem Schacht. Bald ist eh alles vorbei. LL. Wir werden ja jetzt wohl hoffentlich hier im Gasraum keinen umlaufen, oder? Erkennungsmarke. Gaspard Hubert, Istre. 14.10.00. Franzosen haben echt extrem junge Leute da losgeschickt. Ich meine, es war bei den Deutschen nicht anders, aber die wir jetzt finden. Treten verboten. Ist hier noch irgendwas? Noch eine Erkennungsmarke. Josef Kaplan. Poitiers. 24.07.95. Ich will nicht auf Stopp machen. Ich wollte gucken, wie viele Erkennungsmarken ich jetzt habe. 19 von 28 und 13 von 28. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass wir noch so viele finden. Aber dann haben wir echt viele verpasst. Naja, wir werden sehen. Hello? Osten. Leider abgeschlossen. Sind auch so verdammt laut, ey. Deswegen, man kann echt schlecht sagen, wo die rumlaufen. Schlafplätze? Warte mal, sind wir hier wieder im Bunker? Gedicht Teil 2, der Anfang fehlt. Weit, wo das Tal hinab, graben drei Spaten. Graben ein kühles Grab für einen Soldaten. Drüben im Dämmerschein, allwo im Städtchen, weint wo im Kämmerlein irgendein Mädchen. Blüht wohl ein Blümlein rot, einsam im Walde. Balde, gar bald bin ich tot, bald, allzu bald. Na super. Ich weiß nicht, wenn hier Stacheldraht ist, lassen wir ihn doch einfach mal da. Ich hoffe einfach mal, dass es auch ein Hindernis für potenzielle Monster. Guten Morgen. Karl Ney, Berlin, 9.09.81. Norden? Wo sind wir denn hier? Sieht alles sehr so aus wie der Ort, wo der Rote Baron auch rumsitzt. Aber dann irgendwie auch nicht. Wo muss ich lang? Ja doch, das ist doch hier wieder, oder nicht? Liste von Platten. Gut. Unser Dr. Eisenbart. Unteroffizier Eigert und ich sind vom neuen Leutnant beauftragt worden, dem guten Dr. Weidemann, ein gewisses Ständchen zu bringen. Etwas Abwechslung kam uns ganz recht. Wir haben ihm das Lied vom Dr. Eisenbart vorgesungen. Dem Herrn Doktor schien es ja nicht zu gefallen. Aber der seine durchlaucht, der Leutnant, hat uns dann auch gleich mit ein paar extra Rationen feinsten Bieres belohnt. So lässt es sich leben. Ich... Rest fehlt. Kommen wir jetzt hier durch, aber wir konnten auch schon vorher hier rein. Sonderbehandlung. Das Schlimmste ist, dass sie uns auch das Bier und Tabak gestrichen haben. Warum habe ich dann aber Fromm und Eigert beim Trinken gesehen?
Die Lieblinge unseres hochwohlgeborenen Leutnants von Schmidt erhalten eine Sonderbehandlung. Herrgott, wie ich ihn hasse. LL. Georg Retzlaff, Schimmhoff, Regenwalde, 24.07.76. Eiserne Ration. Vor kurzem kam die Order vom Bubi, dass unsere Rationen stark reduziert werden. Statt dem täglichen Leibbrot gibt es jetzt nur noch Zwieback und Dosenfleisch. Keine Kartoffeln, Steckrüben oder sonstiges Gemüse mehr. Bald sollen wir sicher nur noch von den Liebesgaben aus der Heimat leben. LL. Rezept für Mehlsuppe. Mehlsuppe-Zutaten für 8 Portionen. 80 Gramm Schmalzfett, 120 Gramm Mehl, 2 Brühwürfel, Prise Kümmel, Prise Muskatnuss, Salz und Pfeffer nach Belieben. Zubereitung. Einen großen Topf mit Wasser füllen. Wasser zum Kochen bringen. Nach und nach die Zutaten unterrühren, mit Gewürzen nach Belieben abschmecken. Kann man ja mal machen. Anton Schmendhans, Eisenbergen, Minden, 21.03.77. Also wir finden echt viele Erkennungs... Jawohl. Hallo? Wenn wir mehr wie ihn gehabt hätten. Absolut, Herr Kommandant. Ja, er hat das Zeug zum Offizier. Material für meine Flugstaffel. Sie können... Jawohl, Herr Kommandant. Hi. Ich verheimliche nicht, dass ich hier bin, ja? Ich mach Licht, ich rüttel an der Tür. Ja, Soldat. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Auch wenn du dem großen Saboteur nicht das Handwerk gelegt hast. Aber wir werden uns auch ohne Waffen zu helfen wissen. Steh bequem, Kamerad. Deine Zuverlässigkeit und dein Ehrgeiz zeichnen dich aus. Danke, Sir. Mir ist es endlich gelungen, Kontakt zur Heeresführung herzustellen. Allerdings, ich sage dir das nicht gerne, wir sind auf uns allein gestellt. Deserteure und Verräter in der Heimat treiben uns einen Dolch in den Rücken. Sie wollen den Kaiser und die oberste Heeresleitung zur Kapitulation zwingen. Diese Feiglinge haben keine Ahnung, was hier an der Front vor sich geht. Wir werden überrannt. Vielleicht waren es sogar diese Vaterlandsverräter, die all diese Missgeburten gegen uns gehetzt haben, die unsere Gräben verseuchen. Oh Gott. Der Feind greift jetzt sogar aus der Luft an. Ausgerechnet. Es hasst das Licht. Ich konnte es mit Flakscheinwerfern blenden. Dann hat es mit seinem Schrei einen Kurzschluss ausgelöst. Sicherungen, Kabel, alles ausgebrannt. Wo ist er hin? Sir? Ich brauche Befehle, Sir. Dieser Feind kennt keine Gnade. Er wird nicht an unseren Grenzen Halt machen. Wenn wir die Waffen strecken, wird er über das Vaterland herfahren. Weltenbrand. Alles, wofür wir jemals gekämpft haben, wäre verloren. Der Kaiser und die oberste Heeresleitung wissen von uns. Sie zählen auf uns. An Bord meines Flugzeugs befindet sich technisches Gerät. Unter anderem Sicherungen. Draußen, auf dem Niemandsland. Stillgestanden, Soldat! Ja. Kämpf dich im Flugzeugwrack im Westen vor. Sichere das Material. Die Sicherung für den Flakscheinwerfer. Dann blenden wir dieses Ungetüm. Verstanden, Sir! Ich gebe dir von dort oben Rückendeckung. Ich sehe mittlerweile wieder sehr klar. Ich werde ein Auge auf dich haben. Danke, Sir! Und dann... Dann... werden wir ein reinigendes Feuer sein. Wir werden den Feind dahin raffen. Und uns den Weg nach Hause verdienen. Ohne Sir! Ohne Alles klar, Sir! Für die Freiheit! Und das Vaterland! Wegtreten, Soldat! Okay, was steht hier? Funkbefehl bereithalten. Diensthabender Funker, Unteroffizier Johannes von Schmidt, Datum 10. September 1917. Achtung, streng vertrauliche Order an den diensthabenden Offizier. Der Druck auf unseren Truppen und unsere Heimat wächst, folglich müssen wir auch den Druck erhöhen. Jedes Zögern kann uns den Sieg kosten.
Halten Sie sich bereit für weitere Befehle, OHL. Oberste der Heeresleitung. Wir können da nicht durch. Müssen wir nicht noch irgendwie was mitnehmen? Ach, jetzt können wir hier durch. Pläne? Dein Tisch, du bist zurück. Oh, ein Schlüssel. Du hast den Heldenwegschlüssel gefunden. Ist hier noch irgendwas Interessantes drin? Funkbefehl Scheinwerfer. Diensthabender Funker, Unteroffizier Johannes von Schmidt. Achtung, streng vertrauliche Order an den diensthabenden Offizier. Ab sofort sind sämtliche Suchscheinwerfer unserer Flugabwehr, FLAG, an ein elektrisches System gekoppelt. Hierbei handelt es sich um äußerst sensibles Kriegsmaterial. Für den Einsatz ist eine durchgängige Stromversorgung dringend zu gewährleisten. Sämtliche Feldabschnitte zur Versorgung sind für feindlichen Zugriff und Sabotage zu schützen. Oberste Heeresleitung. Eine direkte Verbindung zur Heeresleitung. Also sind wir jetzt Johannes? Ich verstehe es wirklich nicht. Weil er hat gerade gesagt, das hier unser Tisch. Aber das ist unsere direkte Verbindung hier. Also, ach, es verwirrt mich. Waren wir nie Brüder? War es immer nur eine Person? Naja. Wo müssen wir jetzt lang? Anscheinend hier lang. Ist das der Heldenweg? Ist es der Heldenweg? Sehr schön. Auf geht's. Wir beschreiten den Heldenweg. Oh Gott, und hier sind wieder Dosen. Alles voller Dosen. Bloß keine Dosen berühren. Finden wir hier auch wieder ein paar Erkennungsmarken, weil hier liegen Tote. Aber ich sehe keine. Es ist sehr neblig. Und Dosen. Da geht's ins Rattennest. Wollen wir ins Rattennest? Das war ja der Weg, den ich letztes Mal nicht gegangen bin. I guess. Kommen wir jetzt hier durch? Hier ist in dem Gelände. Okay, dann nevermind. Dann habe ich ja nichts verpasst. Achtung, Feindfeuer. Kopf runter. Upp. Erkennungsmarke, Foto. Postkarte von Erich. Ja doch, die kennen wir auch schon. Weil wir hier halt auch schon waren. Aber wo wollen wir denn dann hin? Kopf runter. Ja, wir müssen jetzt hier hoch. Hier ist, wo das Flugzeug abgestürzt ist. Der rote Baron! Aber hier waren wir halt schon. Das konnten wir letztes Mal nicht nehmen, weil... Ja. Was finden wir hier drin? Ist das eine Sicherung? Aus wie eine Sicherung. Mehr nicht. Jesus! Wo ist die Luftunterstützung? Aua! Luftunterstützung! Ende. Das war's. Auf die Beine, Soldat! Ja, hättest du nicht ein bisschen früher los, schießen können? Wirf mir die Sicherung zu! Bin gerade 15 Meter aus der Luft gefallen. Hui.
Hier! Oh, nice. Hinterher! Schnapp dir diese Ausgeburt der Hölle! Ich repariere den Flaggscheinwerfer und dann geben wir ihm den Rest. Keine okay. Müdigkeit vorschützen! Los, los, los! Lass mich raten, er ist schon weg. Oh, schade. Ich hätte gerne mal probiert, auf ihn zu schießen. Hier können wir hier durch? Da steht was. Aber es ist wahrscheinlich nur irgendein Text, wie der Gang heißt. Haben wir kein Licht mehr, aber das macht auch nichts. Diese Lichtmechanik hat mich eh ein bisschen angekotzt, auch wenn es hier an manchen Stellen ein bisschen dunkel ist. Irgendwelche Erkennungsmarken oder sowas hier? Gehen wir hier lang? Nein. Und hier ist auch sonst nichts. Ja gut. Dann gehen wir wohl mal dem Vieh hinterher. Wie viele Schuss haben wir eigentlich? Weil wir haben nur dieses Gewehr bekommen. Das heißt, da ist nur ein Schuss drin, oder? Ich habe ja keine Munition. Finde ich noch Munition? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Hello! Ich bin bewaffnet. Okay. Ich drücke nicht automatisch ab, wenn ich was lesen will. Hat mich gerade ein wenig verwirrt. Hello? Geht's hier weiter oder geht's in den anderen Gang weiter? Ich hasse das. Das macht das Spiel irgendwie nicht so ganz klar. Okay, hier geht's offensichtlich nicht weiter. Ist ja meistens so, dass nur ein Gang weitergeht, aber ich will halt auch nichts verpassen. Manchmal liegt in den Gängen ja auch Erkennungsmarke oder sonst was. 27? Charles Nery. Paris, 9.9.81. 27. Ausgeschrieben. Was hat es mit dieser Zahl auf sich? Okay. Was leuchtest du da an? Der Weg, wo es weitergeht, oder? Oder geht's hier weiter? Dann sollte ich aber vielleicht erstmal den anderen Schacht darunter. I don't know. Hier ist so ein großflächiger Raum. Und was ist hier? 27, aha. Hier geht's nicht weiter. Verstanden. Hier ist auch sonst nichts, ne? Scheinbar. Hier ist Artillerie. Aber ich weiß nicht, inwiefern mir Artillerie hilft. Weil Flak hilft zwar gegen Flugzeuge, aber nicht gegen komische Mistviecher. Okay. Hier ist sehr viel Zeug. Aber nichts, was ich mitnehmen könnte. Naja, gut. Toll. Kann hier nicht drum. Er ist unfähig des Kletterns. Das ist mein Ziel. Alles hier anzumachen? Also es geht alles an, aber ich mache ja nicht wirklich was dafür. Hier runter? Headshot!
Dieses. Er ist ja mega schnell. Okay. Ja, und er hat Angst vor dem Licht. Ad infinitum. Schmerz. Hat mir Schmerz nicht schon mal? Nee, Schmerz war der Name dieses Kapitels hier, glaube ich, oder? Okay. Ah, guten Morgen. Also nicht hier runterspringen, verstanden. Nicht in Eternal Darkness fallen. Sehr viel Stacheldraht hier. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Ich wüsste auch gerne, wo ich bin. Was passiert eigentlich, wenn das Quicktime-Event hier abläuft? Auch eine Möglichkeit zu sterben? Aber ich wollte es einfach mal interessenshalber sehen. Naja, gut. Das andere Problem ist. Hallo. Ich weiß nicht, wie ich an das Kabel hier dran komme. Ich ziele hier schon da drauf, aber okay. Plötzlich hast du sie vom Erdboden verschluckt. Diese Kreatur. Hüte dich vor dem Feind. Hüte dich. Und tu, was du tun musst. Naja, ich hab's ja schon erschossen. Roter Baron. Kannst diesen gottverdammten Krieg beenden. Nur du. Was ist mit dir? Weiß sogar die Oberste hin. Sonst wärst du nicht hier. Kannst du mich hören? Ja. Also, nimm doch den Hörer. Vergiss nicht. Aua. Es liegt an dir. Nur du kannst uns hier. Ja, okay. I get the concept. Hustet frustriert. Bin immer noch da, Soldat. Brauche erstmal meine Waffe wieder. Ah, ich habe wieder Licht. Das ist ja schön. Mir wurde nur meine Waffe abgenommen. Taube! Vorsicht vor den Tauben. Deine Taschenlampe um. Achso, okay. Weil ich. Mir ist neu, dass man Tauben mit Licht verscheucht. Und wo sind die überhaupt? Ich sehe nämlich keine. Außerdem ist ja alles voll beleuchtet. Ich weiß nicht, was da noch zusätzliches Licht bringen soll. Hüte dich vor den Tauben, ey. Nicht, dass mich die Tauben noch umbringen. Hier nichts? Wofür ist denn diese Ecke? Muss ich hier rüberspringen? Ich kann gar nicht springen. Irgendwas, um eine Brücke zu bauen? Hier kann ich was abmachen. Ein Zeitungsartikel. Ich will nicht, dass er geht. Ich muss. Nein, ich will, verstehst du? Für unsere Freiheit. Okay. Zeitung. Der Krieg begann mit der Mobilmachung. Johannes durfte als Held an die Front ziehen. Doch dich ließen sie nicht. Wenn nur Paul alt genug wäre, aus ihm wird ein richtiger Soldat. Warum bist du nicht zuerst in den Krieg gezogen? Warum er?
Aufgrund des Alters, haben wir doch gehört. Oh, ein Holzbalken. Haube? Tauben? Ich weiß nicht, wo die Tauben sein sollen. Ui. Aua. Wir sind auch eine Taube. Ich finde das alles gerade etwas sehr surreal, um es mal milde auszudrücken. Ich weiß halt nicht wieder, was hier abgeht oder was meine Mission gerade ist. Aber ja, wir schauen einfach mal, ob wir das Monster finden und es dann aus dem Weg schaffen. Hallo Taube. Auf Wiedersehen, Taube. Eier! Nimm ein paar Eier mit. Wirf sie damit. Wirf sie mit ihren eigenen Eiern. Können wir hier hochklettern? Irgendwie? Anzuklettern? Nicht? Muss ich hier rüber? Tauben? Irgendwo Tauben? Die mich eventuell anflattern und umbringen wollen? Schuhe. Ich habe Schuhe gefunden. Muss sie erstmal lösen. Zack! Was hast du denn erwartet? Du glaubst wohl, Rang ist alles. Sie haben dir Respekt zu zollen. Warum? Stiefel, endlich durftest du zeigen, was du kannst. Du bist als Leutnant an die Front. Also wir sind Paul, ist richtig, oder? Dich haben sie ausgelacht. Ja, I don't get it. Ich verstehe auch noch nicht so ganz, was hier abgeht, aber es wird sich hoffentlich gleich klären. Will ich doch zumindest mal hoffen. Taube! Aber hier findet man auch irgendwie keine Collectibles mehr. Das ist gerade Straight Story. Und wahrscheinlich kommt dann gleich der Boss. Und dann sind wir wahrscheinlich am Ende. Auf die ein oder andere Weise. Was haben wir denn hier? Ein totes Taubennest. Das ist nicht mein Sohn. Hörst du? Das ist er nicht. Der Kuckuck. Ja, armer Johannes. Was geschieht hier? Nest, hatte Mutter recht? Hat sich ein Kuckuck eingeschlichen, als du fort warst? Er spricht nicht. Er starb. Ja, der ist halt total fertig mit den Nerven. Der ist so schlimm, bevor man kommt zu Hause. Hat für sein Vaterland gekämpft, ist total entstellt worden bei der Aktion und Mutter sagt dann, du bist nicht mehr mein Sohn. So, what the fuck? Das ist schon ein wenig traumatisierend, würde ich einfach mal behaupten. Ich höre ganz viel Taubengeflatter. Uiuiuiui. Machen wir hier auch noch Parcours. Schieben. Ziehen. Kannst du es nicht ziehen? Ziehen.
sehe irgendwie kein Ende zu diesem Ding, ey. Weil viel kann doch nicht mehr kommen. Ui, Rutsche! Aua. Was zur Hölle ist das? Ist das der Dolch? Du bist nicht mein Sohn. Ich will meinen Sohn. Die Mutter ihn umgebracht, oder was? Nein! Schere, was auch immer für eine Kreatur auf dem Dachboden hockt, sie hat es verdient zu leiden. Aber was, wenn... Oh Mann, ey. Sie glauben, dass er es nicht ist. I have no idea what's going on. Aber ich sag ja, es wird sich hoffentlich gleich herausstellen, was es mit dem Ganzen auf sich hat. Die Tauben können ja wohl schlecht hier im Gas sitzen, oder? Das wäre sehr merkwürdig. Secrets? Keine Secrets. Oder? Jetzt bin ich stuck. I'm stuck. Fuck. Oder ich falle einfach. Nicht denn jetzt? Ich bin auf irgendwelchen Balken gelandet. Ui. Hoffentlich spawnen wir nicht zu weit hinten. Ich wollte auf Secret-Suche gehen. Ich wusste doch nicht, dass ich dann da mich so festsetze. Ich bin nur einen Balken runtergegangen. Guten Morgen. Okay, ich weiß nicht, wo wir hier sind. Wir sind wieder hier. Zack. Du bist nicht mein Sohn. Zack, ja, das haben wir alles schon gehört. So, diesmal suchen wir nicht nach Secrets, sondern folgen einfach weiter dem Weg. Weil anscheinend gibt es hier keine Secrets, es ist halt einfach nur straight Story. Und ein paar Tauben verscheuchen. Ja, Jesus! Ich will zum Thema Tauben verscheuchen, die Tauben verscheuchen ja uns. Stacheldraht. Geh mir aus dem Weg. Jetzt sind wir gleich im Taubennest und das scheint der Dachboden wahrscheinlich zu sein. Und im Spiel, also im Haus, nicht im Spiel, im Haus waren wir auch auf dem Dachboden am Ende. Und da scheinen wir jetzt auch gerade hinzugehen. Könnte diese Kiste an die Seite schieben. Ich könnte aber auch einfach drüber hinwegklettern. Oh Gott. Die sind asynchron. Taube? Eine Taube.
Holzbretter, die wir einfach uns wegducken können. Hello? Tür zum Dachboden. Rollstuhl, es vermischt sich immer mehr. Prothesen. Rollstuhl. Was haben Sie dir nur angetan? Der Kuckuck, nein, er kann es nicht sein. Du hast ihn zurückgelassen. Ja, also es kann sein, dass der Offizier so eine gespaltene Persönlichkeit von uns ist. Aber so wie ich das verstanden habe, waren wir ja kein guter Offizier. Aber der, der in uns drinsteckt, ist es offensichtlich schon. Oder wirkt zumindest so. Aber keine Ahnung, vielleicht macht das ja auch gerade die gespaltene Persönlichkeit aus. Dass wir einfach von uns selber denken, wir sind ein guter Offizier, obwohl wir es nicht sind. Who knows? Tauben? Taubennest. Blub. Sind wir jetzt bald mal am Ende? Anscheinend. Hier ist eine Puppe. Ich habe nicht versucht, es durchzuschneiden. Ich wollte eigentlich die Puppe angucken, aber okay. Zack. Mein Sohn ist tot. Zack. Und zack. Hilf mir. Bruder. Er war so gut wie tot, als du ihn im Draht gesehen hast. Bist du gerannt. Er kann nicht zurückgekommen sein, oder? Warum hast du nicht auf ihn gehört? Er ist gefallen. Aber nicht gestürzt. Okay. Also machen wir uns auch selber für die Lage unseres Bruders verantwortlich. Müssen wir hier runter? Wahrscheinlich, ne? Upp. Sonst wären ja hier nicht die Federn, die uns auffangen. Aber wohin jetzt? Zurück? Oh, Gas. Ja, hier waren wir noch nicht. Tauben, sei achtsam. Fliegende Tauben können dich in den Abgrund stoßen. Vielleicht kannst du etwas finden, um ihre Flugbahn zu unterbrechen. Zum Beispiel ein Brett. Was macht das denn hier? Oh Gott. Das ist fies. Frage ist, wo lang? Hier lang? Ne, hier geht's nicht weiter, ne? Ne. Wegen der Dia jetzt. Oh Gott. Wir begehen Taubengenozid! Wir können die Maske übrigens wieder absetzen. Hier ist kein Gas mehr. Holzbretter? Tauben. Upp. Es nimmt hier echt kein Ende, dieses Level, oder? Gefühl, wir sind hier schon ewig. Ein Bild von unserem Bruder. Unter all dem Schmerz sind wir Kameraden. Wenn er es ist, dann bring es zu Ende. Immer. Brüder. Inwiefern sollen wir es zu Ende bringen?
Oh Gott, die Tauben. Ja, was sollen wir denn jetzt hier machen? Gehen wir hier irgendwie nach unten? Ah, hier. Oder? What's the plan? The plan is to jump down? Einfach runterspringen? Okay. Ui. Glück. Light. Du bist aus Dunkelheit und Nacht geboren. Fleisch geworden. Geschändet und besiegt. Wir. Unsterblich. Und in ewigem Schmerz verloren. Ist ja nicht gerade sehr schön. Hello. Hier werden deine Entscheidungen Konsequenzen haben. Ja, nein, vielleicht. War bisher immer nach dem Gedicht, dass so ein Spruch kam und der Bosskampf. Okay. Einmal hier durch. Und wo können wir hier was durchschneiden? Da. Und einmal das. Und einmal das. Und den Hebel umlegen, um weiteren Taubengenozid zu begehen. Wie viele Tauben haben die hier überhaupt? Ja, keine Ahnung. Es muss doch jetzt mal bald zu Ende gehen hier. Telefon! Das ist ein gutes Zeichen. Das Ende ist nah. Zeichnung aus Kindertagen. Johannes sagt... Käfige sind schlecht, Vögel lieben es, frei zu sein. Ja, natürlich. Wer will schon gerne eingesperrt sein? Ich glaube, das ist, kann man nicht nur von Vögeln behaupten. Oh, Telefon. Nein. Warum sollte ich das tun? Aber er hat doch nichts getan. Boom. Okay. Wir haben eine Leiter, aber wir können hier auch durch, aus irgendeinem Grund. Aber ich glaube nicht, dass ich da landen kann, oder? Gehen wir erstmal die Leiter hoch. Weil eine Leiter kann man auch wieder runtergehen. Aber wenn ich da runterspringe, komme ich nicht wieder hoch. Wie lang ist diese Leiter? Hallo? Die auch ein Ende? Guten Morgen. In diesem Bereich wird dein Handeln Konsequenzen haben. Da ist es. Können wir erstmal den Stacheldraht entfernen? Nicht wirklich. Das ist so magischer. Oder ich muss es hier tun. Open Salami. Oder bist du es? Nee, es ist ein Vogel. Never mind. Es ist ein menschlicher Vogel. Oh Gott. Hi.
Ja, hi. Es tut mir übrigens leid, dass ich auf dich geschossen habe. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Du... Dir geht's doch gut, oder? Hi. Er hat meine Taschenlampe geklaut. Warum haben wir eigentlich keinen Sound? Außer Musik. Ist das normal? Aber wie? Nee. Runter damit. Oh Gott. Nee. Wir machen das alles nach unten. Ich höre nicht auf den Offizier. Zack, zack und runter. Zack. Und zack. Und runter. Ja, das ist kein Problem. Was muss ich jetzt tun? Hallo. Es geht alles kaputt. Hier drüben noch? Das hier noch. Hier drüben. Puff. Käfig kaputt. Aua. Ich hoffe, das ist nicht meine Belohnung dafür, dass ich ihn freigelassen habe. Hi. Es kann übrigens sein, dass ich Mutter umgebracht habe. Ich hoffe, du bist nicht böse auf mich. Es war ein Versehen. Damals wusste ich noch nicht, was ich tue. Er löst sich auf. Kapitel 4, Ad Infinitum. Okay. Das ist jetzt eine weitere Spiegelscherbe, oder? Das Problem ist halt, wir haben die erste verpasst, weil wir die Schmerzensmutter umgebracht haben. Aber naja. Links oder rechts? Macht das einen Unterschied? Ich meine, das hier sieht nicht aus wie eine Tür, aber was ist das denn hier? Schmerzensmutter? Können wir dich da rausholen? Der Rest ist unleserlich. Verzweiflung. Du kommst immer wieder. Wie die Nacht. Du nimmst mir alles. Haar und Zahn und Fleisch. Hättest du mir etwas Mut gelassen, hätte ich mich umgebracht. Ja, können wir die Erkennungsmark nehmen? Wir haben Mutter anscheinend in einen Brunnen geschmissen. Eine Wahnsinnige. Mit ihr hast du auch der Verzweiflung ein Ende gesetzt. Ja, das Problem ist,
ist das Mutter, die jetzt in einem Brunnen liegt. Wahrscheinlich in einem Brunnen im... Oh Gott. Ja, das ist die Hexe, von der er geredet hat. Die Hexe im Brunnen in unserem Pflanzenzimmer da, im Gewächshaus. Jetzt weißt du, dass eine Hexe dort unten liegt. Oh mein Gott, ey. Ihr sollt sterben für das Vaterland? Wie blind und feige ich war. Paul, du lebst und dein Bruder auch. Bitte verzeiht mir. Ich war euch kein guter Vater. Und Madeleine, kein guter Mann. Wie können wir jetzt weitermachen, mein Sohn? Aber Madeleine ist ein Frauenname, oder nicht? Du erinnerst dich, zuerst wollte er nicht glauben, dass du es bist. Doch dann hat er dich erkannt. Okay, und die letzte Tür führt dann zu unserem Bruder. Ja, es tut mir ein bisschen leid für die Mutter, aber ich sag ja, das war sehr verwirrend mit den Schallplatten. Hi. Es ist nicht deine Schuld. Du erinnerst dich, er brauchte fast keine Worte. Ihr wart wieder Brüder. Ein Spiegel. Können wir unser Spiegelbild wieder sehen? Hallo, Offizier. Du hast es nicht verstanden, oder? Es gibt keinen halben Sieg. Nicht für uns. Jesus. Heißt das, wir müssen entweder alle Entscheidungen in die eine oder andere Richtung treffen, weil das ist der halbe Sieg. Wir haben halt eins verkackt, die anderen beiden zwar geschafft, aber es war halt nicht ein vollständiges Ende. Oh Gott. An so einem Ort will man nicht aufwachen. Zinnsoldat. Er scheint auf dich aufzupassen, wie früher. Medaille und Erkennungsmarke. Glückwunsch. Du darfst wieder in den Krieg ziehen, Leutnant. Voller Stolz liest du, was auf der Erkennungsmarke steht. Paul von Schmidt, Berlin. 5.3.99. Na super. Hello? Ich bin nicht mehr verrückt. Ich habe meinen Traum überwunden. Klopf, klopf. Hallo? Hallo? Jemand da? Wirft da irgendwer was gegen mein Fenster? Komme ich aber auch nicht dran. Yes! Ich bin nicht in der Zwangsjacke. Hello?
Wow, pass auf, meine Finger sind da. Das war mein Bruder und mein Vater. Und das ist meine Mutter, die mit mir in der Zelle hockt. Ja, es tut mir ja leid. Vielleicht bin ich doch nicht mehr ganz gesund im Kopf. Auf der positiven Seite werde ich nicht in den Zweiten Weltkrieg ziehen müssen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. 20 Millionen Menschen fielen dem Ersten Weltkrieg zum Opfer. Unendliches Leid traumatisierte ganze Nationen, zerstörte Familien und zeichnete Menschen körperlich und psychisch bis an ihr Lebensende. Credits. Ja, das war Ad Infinitum. Ich werde gucken, ob ich nochmal zurückgehen kann und, sag ich mal, ein gutes Ende hervorbringen kann, indem ich das Richtige mit der Schmerzensbutter mache, wenn es denn möglich ist. Aber ansonsten, ich werde nicht nochmal das ganze Spiel durchspielen, das ist dafür zu lang. Aber es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sogar sagen, dass es diesen Spooktober das beste Spiel war. Einfach weil es mir auch die meisten Schrecken bereitet hat, was gute Horrorspiele ja tun sollen. Und ich fand das gut, dass dieses Spiel, ja, auch vernünftiger Verfolgungsjagd mit Monstern gemacht hat. Und dass man auch nie wusste, wo man sicher ist, weil es gab an sehr vielen Orten Verstecken und es gab an sehr vielen Orten Punkte, wo man dachte, da könnten jetzt auch schon Monster sein. Und dieses Gefühl, dass man durchgängig unsicher ist, das zeichnet auch ein gutes Horrorspiel aus. Weiterspielen? Ja, weiterspielen bringt mich wahrscheinlich nur ans Ende, oder? Bringt mich nur zu Kapitel 4. Aber ich kann hier nicht nochmal zurück, oder? Was ist diese Tür denn hier? Die ist verschlossen. Ich meine, in Kapitel 4 kann ich ja sowieso nichts ändern. Erstmal muss ich die Spiegelscherbe aufnehmen. Ja, aber ich habe keine Möglichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel hier hingehe, das irgendwie ungeschehen zu machen, oder? Oder irgendwie letzten Checkpoint, Spielbereich neu starten? Nein. Ich habe das Gefühl, man muss das ganze Spiel nochmal von vorne durchspielen, was ein bisschen doof ist. Ich wünschte halt, ich könnte hier irgendwie sagen, ich möchte dieses Ende nochmal, also diese Entscheidung hier anders fällen. Das wäre ganz cool. Verzweiflung. Du kommst immer wieder. Wie die Nacht. Du nimmst mir alles. Haar und Zahn und Fleisch. Ja gut, zurück zum Hauptmenü. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte schon gerne noch, eigentlich hätte ich am liebsten gerne alle Enden gesehen, weil es gibt ja anscheinend 3 Stück, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wenn man jetzt mal, also ich gehe mal davon aus, dass wenn man nur ein Monster falsch behandelt, also Monster, dass je nachdem welches man dann falsch behandelt hat, dort in der Zelle auftaucht und die anderen vor der Tür stehen, die einen besuchen kommen. Und dann gibt es wahrscheinlich noch das gute Ende, wo man alle, ja sag ich mal, erlöst und dann das schlechte Ende, wo man alle besiegt. Und ich hätte gerne alle gesehen, aber das wäre halt nur durch Kapitelauswahl möglich. Und man kann hier halt nur ein komplett neues Spiel starten und das ist natürlich ein bisschen doof. Also ja, es wird bestimmt die anderen Enden auch im Internet geben, falls euch das interessiert. Ich werde sie vielleicht auch noch angucken, aber ich kann logischerweise nicht Content von jemand anderem hier auf dem Kanal zeigen, leider. Na ja, gut. Aber das war erstmal Ad Infinitum. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen schaurigen Abend, eine gruselige Nacht
oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen spooky Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal, bei welchem Spiel auch immer. Bis dahin. Bye, bye.